willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Herzlich willkommen von der Nati aus dem Schnitt. Ich dachte mir, ich fange dieses Video nochmal neu an, denn es hat sich erst im Laufe des Videos herauskristallisiert, wo das denn hingehen soll. Wir haben schlussendlich super viel auf meinen Ohren gewechselt. Und es gibt somit ein XXXL Piercing Makeover, inklusive einem kleinen Piercing Talk. Das heißt, ich habe einfach mitgefilmt, wie wir meine Piercings gewechselt haben und wie wir über das eine oder andere gequatscht haben. Also bleibt gerne dran, wenn euch das interessiert, und am Ende des Videos seht ihr dann, wie meine zwei Ohren jetzt ausschauen. Ihr kennt ja mein rechtes Öhrchen. Da haben wir momentan eigentlich fast nur schwarzen Schmuck drin, und ich habe mich jetzt entschieden, dass ich den eigentlich nach und nach gerne austauschen würde, und heute fangen wir mit den zwei Dive Piercings an, weil im Moment ist es ein bisschen chaotisch, mein Öhrchen. Schau, was ist denn da? Da hängen meine Haare schon wieder im Industrial. Ja. Immer. Ich habe teilweise das Problem, dass ich mir Haare abschneiden muss, weil ich so im Industrial nicht so gut kriege. Ja, ist schon passiert. Plötzlich Sidecut. Ja, genau so in der Richtung. Vor allem dann tut es weh, dann tut das Industrial weh, weil man dran herumzieht, und die Haare tun weh, und ja. Die Piercings sind nicht schuld, das sind die Haare. Genau, es sind die Haare. Das ist ja noch ein total altes Ringel, da war mal ein Glitzer drauf. Ja, oder? Den habe ich seitdem, wo du noch im alten Chef warst. Ja. Seitdem habe ich den. Da werden wir noch was Größeres reingeben, damit der Effekt noch besser ist. Okay. Das soll man ja schön sehen. Genau. Ne? Das ist nämlich das Tolle, wenn ihr euren Piercing-Schmuck bei eurem Piercer euch besorgen lasst. Weil hätte ich das bestellt, hätte ich irgendeinen Schaß bestellt, und schlussendlich wäre sich das nicht gescheit ausgegangen oder wäre viel zu klein gewesen, weil das haben wir auch schon gehabt. Ja, das ist ja das, was ich immer sage, weil die Leute immer, naja, ich bestelle es mal billig im Internet, ja, aber das ist von der Größe her dann meistens nicht passend. Ja, sehr abgesehen von der Qualität, die halt dann oft leidet, logischerweise, ist halt auch die Größe das Problem. Vor allem bei solchen Sachen wie Ohrpiercings. Das ist so geil. Oh Gott, das ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, das ist so geil. Und das ist so schön, dass du so Freude damit hast. Wahnsinn. Oh, das ist so cool. Oh, ja, das ist geil. Das ist genauso, wie das sein soll. Ne? Das ist schon toll. Also schaut euch das an. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gescheit sehen könnt. Ich muss näher kommen. Deine Sessel am besten nicht ruinieren. So cool. Das ist ja urhübsch. Das ist ja urhübsch. Das schaut wirklich toll aus. Wow. Okay. Ja. Das ist richtig schön besonders, das Öhrchen, ja. Sollen wir da oben auch gleich was Kürzeres reingeben? Können wir eigentlich auch gleich reingeben, würde mich nicht stören. Weil der oben, das Helix da oben ist auch schon super verheilt. Und vor allem so bleibe ich auch immer wieder hängen, weil es halt zu lang ist. Ja, ist. Ja, sehr gut. Ich werde halt so hübsch. Ich habe übrigens heute Geburtstag. Das heißt, es ist heute Geburtstagswechselei, und ein Piercing kriege ich halt auch noch. Das Video ist aber wahrscheinlich schon online, das werde ich euch oben verlinken. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt gegangen. Mit einem Haar. Ja, das passiert bei mir. Es tut mir zwar sehr leid, aber das passiert. Das schaut gestern besser aus, weil das einfach, ja, das Ätzenhilfe-Rubenstall ist einfach schön aus. Das schaut einfach glänzend aus, nicht so schmutzig. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe jetzt so Bock auf Silber. Ich finde, das ist so schön am anderen Ohr. Gefällt mir das so gut. Schauen, ob wir nicht noch irgendwelche Silbersachen zu Hause haben, die wir brauchen können. Das werde ich schauen. Ja, super, danke schön. Cool, oder? Ja, voll viel besser. Ja. Ich meine, das ist ja auch noch zu lang, aber es gibt sich keiner. Ja, nein, das passt. Das ist immer das Problem. Das stört, aber das stört mich nicht. Das ist jetzt eine angenehme Länge. Ja, gut aus, gell? Voll. Super! Endlich sieht man das, wie sie innen ausschauen soll. Ja, voll. Hat eh lang genug gedauert. So cool. Hat eh lang genug gedauert und war lang genug ein bisschen chaotisch. Ur super. Nein, dein Circular Bubble wieder in Silber oder bist du ein Ja, ich glaube schon. Ich mag eigentlich den offenen Ring ganz gern. Zirkular. Und da ist eher ein Plastikstecker, also da bräuchte man nur die Kugel. Die Kugel. Genau, und bei dem auch. Beim Dragos.
Das ist auch so, es ist so lustig, ich habe eben heute bei der Didi geschlafen und ihre Mama hat eben auch gehört, dass ich piercen gehe und sie, du hast ja gar keinen Platz mehr. Und ich so, da ist noch so viel Platz. Das ist halt, ich glaube, dass das für einen selber, weil es ja auch nach und nach wächst und nicht plötzlich da ist, ja, ist das, ich finde das immer noch nicht einmal entstanden. Ja. Also ich finde das immer noch eigentlich relativ dezent auf meinen Ohren. Also wenn es jetzt dann einmal alles zusammenpasst, finde ich es schön. Ja, na das sowieso. Ich habe halt, dann schaut das richtig leicht. Ich habe halt immer Baustellen. Ich bin halt immer so, dass ja. Ja, dass ist ich halt, wurscht, wir sind in Arbeit. Genau, dass ich in Arbeit bin, genau. Aber prinzipiell, deswegen gefällt mir das Ohr, glaube ich, auch so gut. Weil selbst wenn das frisch gestochen ist, ist alles Silber. Und deswegen mag ich das. Das schaut auch spannend aus. Das werden wir jetzt auch hinkriegen. Ja, das auch hinkriegen, genau. Ja, weil ich sage immer, es muss alles zusammenpassen, ja, oder? Na, vor allem darauf will ich ja hinarbeiten. Ich habe jetzt gesagt, so, im Moment ist, oder es war mir jetzt eine ganze Zeit lang nicht so wichtig, wenn man dachte, gut, da kommt wieder was, da kommt wieder was. Aber wenn eben dann auch alles Silber ist, dann kann man nachstechen, dann passt noch die Tunnel gut dazu. Besser. Also das stört mich gar nicht. So ist es einfach auch eigentlich am einfachsten. Mir ist persönlich, bei mir gefällt es ja nicht, das Silber. Mhm. Aber eigentlich ist es am einfachsten Silber, weil das verändert sich nicht. Ja. Schwarz kann schon irgendwann einmal sein, dass Gold wird oder heller. Ja, genau. Bei den Kugeln und merkt man sie. Das passiert zwar eigentlich nicht so oft. Ja. Aber, und Rosé überhaupt, das wird auch immer wieder anders. Ne? Rosé ist schon lange nicht mehr Rosé bei mir. Am einfachsten ist das so. Ne? Und ich weiß nicht, ich mochte das ja auch lange Zeit gar nicht. Ich war ja eine lange Zeit auch komplett auf Schwarz. Und mit dem linken Ohr witzigerweise jetzt bei mir angefangen, dass ich es eigentlich doch auch ganz nett finde. Das war eigentlich doch auch ganz, ganz taugt, weil es vielleicht auch, weil es weniger schreiend ist und man dann auf den zweiten Blick erst merkt, wie viel es eigentlich ist, weil Silber halt dezenter ist als Schwarz. Toll. Und mir taugt das irgendwie. Vor allem jetzt, wo ich auch so viel im Gesicht habe und so. Also viel. War ja nicht geplant bei dir. Nein. Obwohl ich das zweite Lippenpiercing jetzt liebe. Also ich liebe das Lappen. Und ich muss auch sagen, es ist so lustig, wenn ich gerade einen komischen Blick drauf habe, sieht man es teilweise gar nicht, weil ich doch eben durch die vollen Lippen ist es teilweise wirklich versteckt. Weil es im Schatten ist. Genau. Also es ist gar nicht, es hat mich auch niemand drauf angeredet. Niemand hat mitbekommen, dass das neu ist. Das musst du jetzt eh abschreiben. Ja. Das ist leider jetzt so, dass das die Leute kriegen nichts mehr mit. Ja. Da müsste ich mal was aufs Hirn machen. Bei mir auch. Neues Piercing, aha. Mhm. Ja, aber schon nichts mehr. Glaubst du nicht, wenn du da die Lippe machen würdest, dass das, also deine Snake Bites, was du überlegst, dass das wird schon auffallen. Das ist sicher, ja. Weil das ist halt, was, das kennt man halt gar nicht an dir. Jetzt erst die Lippen aufspritzen lassen. Wobei brauchst du gar nicht, wenn du da Lippenpiercing stechen lässt, kann ich da sagen. Schon. Ich habe gesagt, ich hätte meine Lippe gerne immer so, wie es ist, wenn mein Piercing frisch gestochen ist. Ja, sagen viele. Vor allem, weil es schön ist, weil es schön geschwollen ist, weil es eben nicht so grauslich teilweise ist, wie es teilweise beim Lippenaufspritzen leider Gottes ist, dass es so schlauchbootig wird, sondern weil es richtig schön anschwillt. Ich mag das. Muss ich mal halt meine Lippen öfter piercen lassen, Leute, so macht man das. Das ist so günstig eigentlich, das Piercing. Ja, na, im Gegensatz zum Lippenaufspritzen auf jeden Fall, hallo? Machen wir noch ein paar, das geht schon, ein bisschen Platz habe ich ja noch. Schon, gell? Nein, wie gesagt, im Gesicht kommt jetzt nichts mehr. Das war's im Gesicht. Vor allem, ich habe im Moment richtig Lust auf die Ohren. Jetzt sind die Ohren so... Es ist urarg, wenn nämlich eins verheilt ist, dann ist man gleich wieder motiviert fürs nächste. Es ist fürchterlich. Vor allem auch gerade, weil mein linkes Ohr jetzt auch langsam so schön voll wird. Ich habe meine Liebe richtig wiederentdeckt zu den Knorpelpiercings. Sie tun urweh, also in der Relation zu anderen Sachen, wenn ich jetzt überlege, Zunge oder Lippe, das ist alles lange nicht so dramatisch. Für mich. Ja. Auch weil die Verheilung halt einfach ewig schon dauert. Ja, das stimmt. Aber es ist halt so schön, wenn das nach und nach plötzlich so viel wird. Ja, und dann ist es so mühsam und plötzlich ist es verheilt. Und dann ist es aber so schön, dann denkt man sich so, ich weiß, wofür ich das alles gemacht habe. Oh, hübsch. Ja, da wird schon noch ein silberner Körn. Ja. Gell? Oh ja, ist schon recht. Das ist so schön, wow.
bin so begeistert gerade. Mit den Tunneln in Verbindung. Oh, cool, gell? Gefällt mir urgut. Wow. Und du hast recht, auch das mit dem Innen, das wirkt so viel aufgeräumter jetzt. Ist da klar, dass ich gewisse Piercings, die du mir jetzt rausgeben hast, seit 6, 7 Jahren, einmal nach dem Verheilen und seitdem nie wieder. Also das Antitragus habe ich sicher drin gehabt, 7 Jahre, locker. Wir können aber auch, ich wollte gerade sagen, wir können schon schauen, ob es machbar ist und ob ich mich wohl damit fühle, weil schlimmstenfalls komme ich nächste Woche und tauschen es wieder um, wenn es sich nicht gut anfühlt für mich. Würde ich sagen. Ich weiß halt nicht, weil mein Ohr eben so eine komische Biegung hat, ob es unangenehm wird. Ich glaube jetzt nicht, ehrlich gesagt, weil du hast das schon lang genug. Ja, das auf jeden Fall. Deswegen glaube ich nicht mehr, dass es so unangenehm sein wird. Ich muss schauen, ob ich auf den Stecker aufgebaut. Ja, und wir probieren es jetzt, dass wir auch mein Industrial austauschen, weil ich habe vorher zwar gesagt, lassen wir es, aber eigentlich, wenn ich mir das jetzt so anschaue, es wird schon schön sein. Es hat schon eine Optik, wenn das alles. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann das letzte Mal war, dass das Ohr komplett zusammenpasst hat, so richtig, weißt? Ja. Weil das war halt immer noch in Arbeit. Ja, weil es immer in Arbeit war. Und wie gesagt, den Schmuck habe ich drinnen seit. Ja. Wobei ich ihn immer auch gerne gebogen habe. Kannst du aufheben, wenn du mal schwanger wirst, nimmst du das als Schwangerschaftspiercing. Fürs Ohr. Nein, für den Nabel dann. So, da, ein Kugel brauche ich noch. Ich habe ein falsches. Wahnsinn! Mein Klemmkugel. Wie tut es sich? Schau jetzt gut aus, gell? Voll. Na, ich bin gespannt. Wow. Kann ich gar nicht. Ja, ist. Als erstes Schmuck haben wir damals ein Metall eingesetzt, aber seitdem. Genau, aber irgendwann haben wir dann den Plastik reingegeben. Ich weiß gar nicht mehr warum. Weil wir haben dann eine Zeit lang zwei einzelne drin gehabt, weil man da Metallschmuck in der Mitte eine richtige Furche Kuhle ins Ohr gelegt hat. Weil das Ohr aber so angeschwollen war. Und das wird ja jetzt nicht mehr passieren, die oh mein Gott, das ist ein anderes Piercing. Alter, was ist das für ein Sackerl? Der ganze Schrott. Naja, ist nicht alles. Irgendwann einmal wirst du es nehmen und wegschmeißen. Das habe ich auch einmal gemacht. Nein, gell. Für den Setzkasten nicht. Ja. Was riecht das an? Wie viel das ist? Wir haben nicht einmal noch gestochen. Wir haben nicht einmal noch gestochen. Yay. Yeah. Aber das ist auch einmal wichtig, dass man das alles schön macht. Ja, voll. Dass das alles zusammenpasst, weil sonst. Das ist ja irgendwo Sinn und Zweck der Sache. Es ist ja nicht nur. Es schaut einfach dann wirklich auch schöner aus. Nein, und es ist ja schlussendlich ist es ja Schmuck. Du willst ja deinen Schmuck. Du willst ja, dass dein Schmuck schön ist. Nach und nach auf 316L Chirurgenstahl, wenn man es vertragt, umsteigen, ist deswegen gut, weil es halt einfach sauberer ist. Sauberer ausschaut. Heller. Ja. Was soll ich sagen, Kathi? Ja, auch schon besser. Ja, sehr hübsch. Schau da hinten, ist das gut. Sehr, sehr hübsch. Ja, super, oder? XXXL. Ohrpiercing tauschen, ja, sicher, auf jeden Fall. Cool. Viel, viel besser. So. Die lassen wir noch, aber da gehen wir noch was Helleres an. Ja, aber die haben noch Zeit. Weil die müssen, wenn dann einmal wirklich gescheit verheilen, sind sie noch nicht. Aber jetzt haben wir schön! Ja. Das war's mit dem Video. Das sind jetzt meine wunderschönen Öhrchen. Ich bin super gespannt, ob ich das normale Industrial so tragen kann. Mir gefällt sehr gut. Ich bin aber trotzdem schon am überlegen, ob ich trotzdem einen Plastikstab stattdessen haben will. Ich bin mir noch unsicher, weil mir die Optik halt einfach sehr gut gefallen hat von diesem verbogenen Stab. Und das ist mein anderes Öhrchen. Also es wird langsam und es gefällt mir jetzt super gut, wie es ist, weil sie eben jetzt
dadurch, dass alles gewechselt ist, was gewechselt werden konnte, einfach sehr gleichmäßig und sehr schön ausschauen. Und das gefällt mir super gut. Ihr könnt mir gerne runter in die Kommentare schreiben, ob es euch genauso gut gefällt. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.